Herzlich willkommen zurück zu Roots of Insanity. Und ja, wir befinden uns jetzt immer noch hier. Wir sind gerade hier rausgekommen. Und ja, hier ist der Operationsraum oder sowas. Operationssaal, ja. Da sieht es natürlich wie immer aus, als wenn eine Bombe reingeschlagen hätte. Also ich denke mal, ich gehe jetzt mal Prognose ein und sag einfach mal, dem sein Vater ist im Arsch. Oh, was liegt denn da? Was ist das? Keine Ahnung, auf jeden Fall kann man es nicht nennen. Also wenn es in jedem Krankenhaus aussieht, so wie in dem, ne? Also da gehe ich nie wieder ins Krankenhaus. Das wollte ich jetzt einfach mal so gesagt haben. Oh. Geil, ich darf wieder treten. Komm her, du Luder. Ich trete die Eingeweide raus. Klappe! Okay, also hier ist ebenfalls nichts. Nehmen wir die nächste Tür. Links oder rechts? Arzneimittellager. Da brauche ich einen Schlüssel, Jungs. Und das ist das Labor. Oh. Dad. Riley, you shouldn't be here. Du solltest nicht hier sein. Was hast du getan? Wer ist? Okay, er lebt anscheinend noch. What have you done? Ich wollte sie wieder zum Leben erwecken, mein Sohn. What do you mean, bring her back to life? I didn't want to accept it, but I knew she was already gone. Ich wusste, dass sie schon weg war. You told me she wasn't alive. Du hast mir gesagt, dass sie nicht mehr im Leben war. Du kannst das nicht. Das kannst du nicht tun. Ich wollte sie retten. Ich habe alles für sie, für uns getan. For us. No. No. Mein Gott, du hast alle getötet. Alle in diesem Krankenhaus. You killed everyone! Everyone in this hospital! I tried. You liar! Das ist jetzt ein Verlust. Hat er jetzt wirklich gerade seinen Vater erschossen? Erstochen? Lieber Dr. Albert McLean, es tut mir so leid für alles. Es war alles meine Schuld, als ich dir eine Frau Chanel, das falsche Medikament gegeben habe, wurde ihr Zustand irreversibel. Ich konnte es dir nicht sagen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich will dich nicht alleine lassen, aber ich muss hier raus. Ich kann nicht mehr. Dr. Leon, verlasse das Krankenhaus so schnell wie möglich, gehe zurück in die zweite Etage und versuche einen Weg zu finden, zum Krankenhaushauptruf zu gelangen. Warum habe ich das dumme Gefühl, dass ich eine verdammte Gegenwehr jetzt kriege? Also das ist anscheinend unsere Mutter und die ist anscheinend tot. Läuft aber noch überall rum. So. Als erstes noch mal die Fotos machen.
hier kann ich nicht rein, das ist vielleicht aber ganz gut so. Machen wir jetzt erstmal um. So. Irgendwas stimmt hier nicht, weil das noch eh das E anzeigt. Also ich habe keine Ahnung, was das nicht. Ich weiß es nicht. Also ich soll Streichhölzer finden, okay. Ah, jetzt ist es eh weg, okay. Schaffen mit Streichhölzern und sprengen die Dinger in die Luft. Okay, also das soll anscheinend die Dinger sein. Die Frage ist, wo zum Geier sind die Streichhölzer? Warum habe ich das dumme Gefühl, dass ich da hinten durch die Tür muss, wo die Zombies gerade waren, diese 3-4 Stück? Ja, komm, wir haben genug Batterien, die können wir auffüllen. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich überhaupt noch... Wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Ja, genau. Ja.
starte ein Feuer, bevor wir das Gebäude verlassen. Ja, mit was denn, du Affe? Ich würde ja gern, aber ich weiß nicht, wo die scheiß Streichhölzer sind. Verdammte Scheiße. mein Nerve. Okay, passt auf. Ich mach jetzt mal die Kamera aus. Vielleicht erkenne ich so mehr. Ich weiß zwar nicht warum, aber in der Bibliothek damals war es ja genauso. Fakt ist, diese Scheißtür kann ich nicht aufmachen. Deine Kisten kann man nicht nachgucken, das ist scheiße. Ja, das ist ja das Ding, wo ich die anzünden muss. Das ist ja in Ordnung, das habe ich ja kapiert. Vielleicht sollte ich mal auf die Teile auf dem Boden achten. Vielleicht komme ich so zu deiner Streichhölze. Ja. Kann natürlich auch mal. Warum so einfach, wenn es so kompliziert geht? Ne? Ja. Muss ich hier? So, also ich denke mal, dass ich jetzt raus kann. Ja. Ja, komm, dich mal mal. Man kann es ja. Eins. So, jetzt ist die Frage, wo zum Geier soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Falls hier noch von der Wand dich erstickt. Ja, wenn wir sechs. Oh. Ich glaube, das war die Rätselslösung. Scheiße! Scheiße Halluzination hier! Ja, Medikamente. Wichtig. Ich soll hier raus, aber wie zum Geier soll ich hier raus? Das ist die Frage. Pistolenmagazin. Ja. Noch mehr Munition. Okay, Jungs. Ja, nee, ist klar. Oh, ich bin draußen. Cool. Wird gespeichert. Das heißt jetzt. Wir machen wieder einen Cut rein. Und ich sehe gerade, ich habe 28 Minuten. Ach, du bist doch ein Arschloch. Okay, ist in Ordnung. Das machen wir dann im nächsten Cut. Und ich denke mal, es wird jetzt nicht mehr lang dauern, bis das hier fertig ist. Wir sind raus aus dem Krankenhaus, haben das Ding jetzt in die Luft in Feuer gemacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und vor allem, wenn ihr wissen wollt, wie es endet oder ob das hier noch ewig weitergeht, ich habe keine Ahnung. Bleibt dran und schaut es euch an. Hier bei Roots of Insanity. Bis dahin, grüßt mir die Hühner.